nur sein Geld echt nicht wert. Ja, liebe Fastfood-Gemeinde, heute habe ich hier vor mir den Big Rösti. Gucken wir uns mal an. Was hat er drauf? 3 Scheiben Speck, ordentlichen Kleck Soße, ein Rösti. Dann Fleischpatty, so, das wollen wir uns auch mal angucken. Ach du Scheiße. Ja, es kommt eigentlich hier schon vom Prinzip her schon Schulnote 5 bzw. Schulnote 6, weil als ich dieses Patty hochgemacht habe, riecht es mir verbrannt entgegen. Der ganze Spaß ist hochgradig krebserregend, das geht überhaupt nicht. Wenn man sich das mal anguckt hier, Haufen Ruß. Also die Soße, die auf dem Burger ist, die ist lecker cremig. Der Speck, der drauf ist, der geht fast völlig unter. Das Fleisch. McDonald's rühmt sich so mit 100% Simmentaler Rind. Ich glaube, die Simmentaler Rinder kriegen nicht zu trinken, denn das Fleisch ist furztrocken. Brötchen. Obendrauf eine ganz nette Idee, so mit, weiß nicht was das ist, Käse und Speck auf jeden Fall oder Schinken drauf. Ist eine ganz nette Idee. Ja, geschmacklich habe ich immer diesen Rußgeschmack von diesem verbrannten Brötchen noch mit im Mund und das ist schon sehr, sehr ekelhaft. Versuchen wir jetzt mal eine Geschmacksbewertung ohne diesen widerlichen Rußgeschmack, dann ist er irgendwo bei 3 plus, 2 minus. Und geschmacklich ist er aber, weil ich jetzt hier einen verkohlten Rußburger habe, für mich einfach bei einer 6. Also das hat das völlig kaputt gemacht. 5,20 € kostet das gute Stück. War er das wert? 5,20 €? In diesem Fall nein. Preis-Leistungstest nicht bestanden. Wenn ihr auch solche Erfahrungen gemacht habt, dass ihr auch mal einen völlig verkohlten Burger bei McDonald's gekriegt habt, einfach mal unten in die Comments posten. Und wenn ihr noch mehr von meinen fast lebensgefährlichen Tests sehen wollt, könnt ihr mich ja abonnieren, wenn ihr einen YouTube-Account habt. Ist übrigens kostenlos. Am Ende sage ich danke fürs Einschalten. Macht's gut. Ich bin erstmal wieder raus. Euer MK.